Hallo und herzlich willkommen, liebe Arzt und Freunde. Wir haben heute den 25.10.2016 und es ist mal wieder Zeit für eine Episode Solo-Abenteuer Nax Ramas Heroisch. Ich habe heute ein bisschen Zeitdruck und zwar habe ich jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit. Und ich hoffe, dass ich den nächsten Boss in einer halben Stunde schaffe, denn dann muss ich kurz weg und danach geht's weiter. Vermutlich. Vielleicht auch in einem anderen Spiel, in Heroes. Aber ich muss in einer halben Stunde weg. Das heißt, ein bisschen Stress ist leider dabei. Aber ich möchte jetzt die halbe Stunde auch nutzen. Und wir haben hier Not der Seuchenfürst auf Heroisch. Und ich wähle da erstmal das Heroic Boss 1 Deck Wild, was ich auch gegen die anderen Bosse verwendet habe. Den Paladin. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das funktioniert. Am Ende der Episode zeige ich euch auch noch mal das Deck. Es sei denn, mir rennt Guter die Zeit davon. Dann gegen müsst ihr das in der Nord, nächsten oder den in der Seuchenfürsten! Episode Noch davor eine Seele für sehen. meine Sammlung. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Tut mir auch sehr leid, dass das in dieser Episode mit ein bisschen Zeitdruck verbunden ist, aber ich möchte jetzt auch die halbe Stunde nicht sinnlos mit Ich in grüße euch. Anführungszeichen gammeln Sterbt, Eindringling. verschwenden, vergeuden. Ich hoffe einfach mal, dass ich das in der halben Stunde schaffe. Zum Dienst. Erhebt euch, Soldaten! Erhebt euch und kämpft erneut! Runter! Was war das hier? Er weckt jedes Mal. Wenn ein Feind stirbt, ein 5-5er. Befolgt die Regeln. Befolgt die Regeln. Folgt mir. Ins Ist ganz schön hart. Jedes Mal, wenn Dina stirbt. Puh. Puh, 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 puh. Der Sieg gehört euch. Ah, es wird so nix. Es wird mit dem Deck nix. Ich muss schnell überlegen. Kann man machen. Ah, neues Deck. Wild umstellen. Zack, zack. Hier will ich das haben. Ein vielleicht. Franken. Wohl Giftsamen. Einmal vielleicht. Sternregen. Den auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Das ist die, ne? Wieder so viele Diener. Weiß nicht, ob ich gegen den die Board Control erreichen kann. Solo-Abenteuer, Next Ramas. Ja. Seuchenfürst. Und dann machen wir hier den heroischen Boss 4-Test. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das funktioniert. Ich habe natürlich jetzt sehr viele Zauber drin, um das Board leer zu halten, quasi. Aber. Malfurion gegen Nord, den Seuchenfürsten! Noch eine Seele für meine Sammlung. Ich muss die Wildnis schützen. Ah, Deckbau ist nicht so meine Stärke. Das wissen ja einige von euch. Grüße. Sterbt, Eindringling. Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Hier zwei Dudes liegen ab. Hat er sofort hier Value. Wildnis. Ja, ist ganz cool, wenn er ein paar Sachen legt. Mindestens 4 Diener hat, ja. Für die Wildnis. Lass die Schmerzen sprechen. Könnt den eigentlich auch milden, ne? Hört mir gerade mal auf. Mir leider zu spät eingefallen. Für die Wildnis. Ist jetzt kein Mildruide. Für den Lichtkönig! Lichtkönig. Für die Wildnis. Wir dürfen verhindern. Wir könnten ihn eigentlich echt mögen, ne? Wäre so meine nächste Idee. Was bringt mir der? Wie viele gehe ich denn? Ei. Was wir machen. In der Tat, ja. Man könnte den echt gut müllen. Folgt mir ins Grab. Echt enorm kacke.
Niemand kommt an mir vorbei. Erhebt euch, Soldaten! Erhebt euch und kämpft erneut! Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130! Ich glaube, das war's. Leider. Das war's. Schauen wir mal, was die KI macht. Problem beim Mill ist, dass man auch wieder Dina spielt, die der dann platt macht. Ich versuche mal mit dem Priester. Zwei krasse Dudes bedanken sich, weil er krasse Dudes hat. Tod. Ist die Frage, möchte ich Gedanken aufspielen? Nicht. Polinova. Übernimmt die Kontrolle. Obwohl, will ich die Kontrolle übernehmen, ne? Das ist nur die Frage. Da habe ich schon wieder mehr Dudes für den. Hier eigentlich vermeiden. Dann habe ich das Problem, dass der Dudes mit 6 Leben spielt, überwiegend. Also brauche ich auch Dudes mit 6 Attack. Eine richtige Überlegung oder ist das Quatsch, was ich erzähle? Das wäre eventuell eine Überlegung. Da kommt, kann ich schaden. Wenn ich natürlich so lange überlebe bis und ich Glück habe, dass Sylvanas auf der Hand ist, könnte ich auch zweimal Auferstehung spielen. Da könnte ich auch Auferstehung ins Deck bauen. Oder rein. Ja komm, ich probiere das mal. Komm, machen wir noch Auferstehung rein. Inneres Feuer. Auferstehung. Platz haben wir noch. Oh, was sagt er? Oh. Auch hier. Auch hier. Boah, mit Magier könnte das eventuell auch gehen, mit der lebenden Rüstung, fällt mir gerade ein. Schattenwort Tod, Schattenwort Schmerz. Was habe ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ich wollte mal nach großen Dingern gucken, ne? Isera vielleicht? Ja.
Ich kann. Ich muss einmal den hier noch machen. Irgendwie muss ich. Nicht einfach gegen den. Weiß es auch nicht. Das geht echt nicht. Ich könnte noch mal einen Gedankenkontrolleur einpacken, aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Egal, wir probieren das jetzt mal so mit meinem Priester. Ich hoffe, dass das dann was wird. Fürsten! Noch eine Seele für meine Sammlung. Das Licht wird den Sieg bringen. Gedankensicht ist cool. Grüße. Sterbt, Eindringling! Boah, Coin, echt? Erstmal skippen. Bringt eure Toten. Soll er erstmal legen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass ich bis zum Turn 6 überlebe. Freundin raus. Auf jeden Fall. Das ist die Frage, mache ich hier weiter, was zerstört die Waffe eures Gegners? Was glaubst du so? So, ich hoffe. Ich hoffe, dass der überlebt. Erhebt euch, Soldaten! Erhebt euch und kämpft erneut! Das ist jetzt natürlich sehr blöd. Ja, aber mit dem Deck wird's gehen. Wir dürsten nach Rache. Verstärkung ist hier. Leider zu spät. Leider zu spät. Okay. Ah. Anduin. Aber mit dem Deck läuft schon mal besser als mit den anderen Decks. Noch eine Seele für meine Sammlung. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Licht. Obwohl, das ist auch so eine Schlüsselkarte, die ich eigentlich brauche, ne? Grüße. Sterbt, Eindringling. Oh Gott sei Dank. Okay, brauche ich nur bis zum 8. Mana-Zug überleben. Und dann combo ich die beiden direkt. Oder ich habe auch eine Auferstehung. Oder ich lasse es drauf ankommen und zur Not mache ich eine Auferstehung. Ah, klingt doch auch nach dem Plan. Lass die Schmerzen sprechen. Ignoriere ich hier alles. Das ist mir völlig egal. Hey,
Ich werde es ihnen zeigen. Ja, ich werde es ihnen allen zeigen. Okay. Ich lasse das jetzt drauf ankommen. Ich spiele den. Bringt eure Toten. Oder ist das so schlau? Dann kriegt der einen 5-5er, wenn er ihn killt, ne? Ne, ich warte noch. Frage. Nehme ich damit schon mal einen weg? Für den Lichtkönig! So, aber damit kann ich schon mal einen wegnehmen. Wird wahrscheinlich wieder kopieren. Ja, duplizieren meine ich. Lass die Schmerzen sprechen. Schön 1-1-3er auf dem Board. Wie viel Schaden hat er? 6. Würdest überleben. Was glaubst du so? Lass die Schmerzen sprechen. Oben alles tot, ne? Würde theoretisch gehen. Was habe ich noch übrig dann? 4 Mana. Ich spiele das oder ich spiele das. Ich zerschmettern! Nehmt eure Medizin! Ich zerschmettern! Ich werde vollziehen! Jetzt. Runter damit. Für die Menschen! Okay, ich zerschmettern! Zwei Schaden, ne? Plus das sind 3 Schaden. Achso. Ja. Damit. Ich zerschmettern. Sterbt. Erhebt euch, Soldaten. Erhebt euch und kämpft erneut. Bringt eure Toten. Was macht so?
Was glotzt du so? Ja, das war's. Was glotzt du so? Tja, Leute, ich bin hart an ihm gescheitert. Einmal probieren es noch. Kann sein, dass ich zwischendurch abbrechen muss. Ich habe ja gesagt, ich habe nur eine halbe Stunde. Ah, ist das ärgerlich. Anduin gegen Nord, den Seuchenfürsten. Ich hab grad schon überlegt, ob ich hier noch eine Seele. Ach, ist das blöd. Ich hab gedacht, es wäre ein bisschen einfacher. Das Licht wird den Sieg bringen. Ich wollte ungern eine Episode in zwei Parts unterteilen. Grüße. Falls ich das echt abbrechen muss, dann werde ich da eine neue Episode machen. Wir dürfen nach Rache. Oder ich muss unangenehmerweise tatsächlich zwei Parts machen. Tretet bei oder sterbt. Oder beides. Hey. Holy Nova würde 1, 2 kaputt machen. Mehr. Was wir machen. Warum macht er mich denn so fertig? Ich habe keine Zeit für Spiele. Folgt mir ins Grab. Ach, komm, hör auf jetzt. Mann, ey. Niemand darf überleben. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr konzentrieren, weil der Zeitdruck zu groß hat eigentlich keinen Sinn. Ich werde sie nachsterben. Erhebt!
Nehmt euch, Soldaten! Erhebt euch und kämpft erneut! Was glaubst du so? Ach komm. Leute, es tut mir leid. Tretet bei. Niemand kommt an mir vorbei. Oder beides. Nehmt eure Medizin. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Runter damit. Ihr habt mich besiegt. Tut mir leid, Leute. Ach, ist das ärgerlich. Hätte ich bloß nicht gemacht. Wollte ich die Zeit effektiv nutzen und hab voll ins Klo gegriffen. Naja, was will man machen? So ist das nun mal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen und bis dann.